Aldemar HD. Toll. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff, die Anisidora, hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Aus dem tiefen Schlaf und auf ins Abenteuer. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Alien Isolation. Zusätzlich mit dabei der Ultra Sharp Mod und der Unpredictable Alien. Wir spielen auf Hard und auf ins Abenteuer. Ich hab Alien Isolation schon mal gespielt. Oh mein Gott, das sieht so gut aus, oder? Unfassbar. Es gibt nichts, was irgendwie da rangekommen ist, wenn ich in letzter Zeit an so spielen. Unfassbar schön. Ja, wie gesagt, das Ganze habe ich schon mal Let's Played. Lange her. Und die Videos existieren nicht mehr, deswegen habe ich immer versprochen, das nochmal zu tun. Und hier sind wir. Das Versprechen wird eingelöst. So, machen wir es mal wieder zu. Ja, der Ultra-Sharp-Mod macht alles viel schärfer, mehr NTR-Lasing rein. Den Unterschied seht ihr jetzt ja natürlich nicht, aber ich sehe ihn, er ist grandios. Und das Beste ist, wir haben das Unpredictable Alien, das bedeutet, das Alien folgt einem nicht mehr auf Schritt und Tritt und ist nicht mehr vorhersehbar, sondern agiert zufällig, größtenteils. Kann vieles einfach machen, aber auch viel atmosphärischer sein. Also, los geht's. Sign in!
Ah, Ripley. Willkommen. Wo sind die anderen überhaupt? Ich hab das alles wieder vergessen. Oh, diese Musik. Ist das nicht cool? Es sieht so gut aus. Unfassbar. Es sieht einfach so gut aus. Ich fasse es nicht. Ein tolles Spiel. Ja, ich liebe das Alien-Universum. Unfassbar. Cool. Das Ganze spielt 15 Jahre nach dem ersten Alien-Film. Wir sind die Tochter von Ellen Ripley. Und sind auf der Suche nach ihrer Mutter, oder? Die sind ja wirklich Leute. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ich werde mich mit ihm kurz schließen. Sie sollten sich besser umziehen, bevor Villain uns versammelt. Naja, Samuels ist doch wahrscheinlich auch ein Synth, ja? Die Verkaufsautomaten. Das sieht so cool aus. Also, richtige Alien-Fans staunen, wie nah die hier an das Setting gegangen sind von dem ersten Alien-Film. Wie hier der Frühstückstisch aussieht mit den Cornflakes da in diesen komischen Tupperwaren-Dosen. Und ganz am Anfang sehen wir ja diesen Vogel hier. Warte, geh nochmal zurück. Oh Mann, davor habe ich mich immer erschrocken. Diese komischen Seitenklammern an den Türen. Ach ja, keine Hektik. Genießen wir dieses prachtvolle Pornospiel für die Augen. Jetzt habe ich mich verlaufen. Nee, warte mal, haben Sie sich verlaufen? Da, der Vogel. Ja, selbst der ist auch im Film. Super cool. Na gut, okay. Allein schon die Geräuschkulisse ist geil. Das ist ja alles so ein Universum, wie sich die Leute das auch vorgestellt haben. Super alte Speichermedien. So DOS-System, Computer. Richtig cool. Personal Storage. Stehen da Namen drauf? Nee. Guck mal hier, der kleine Roboter. Hallo, Wally! An Ressourcenpunkten können Sie manuell speichern. Ach ja, so war das. Hier ist ein Bett. Ach, wer wohnt denn hier? Ich? LM Link. Privat. Knapp verpasst. Villain, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier? Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen. Seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleinen Firmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege, selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen. Zu Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Weyland Yutani ordentlich. Viel Glück jedenfalls. Wenn man sich nicht schlagen kann, was? Viel Glück jedenfalls, wenn man sich nicht schlagen kann. Was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Blaine. Okay. Blaine. Ja, wenn du zurückkommst. Oh, das war Karte. Cool ist zurück. Okay. Knapp verpasst. Ja, ich habe vorher auch nie die Terminals gelesen. Das werden wir jetzt auch mal tun. Größtenteils wenigstens. Okay, hier ist das Terminal. Auch sehr cool. Heißt, ich stehe auf sowas in Spielen. Knöpfchen drücken, Karten reinschieben, Hebel umlegen, Türen betätigen. Ist das die Dusche? Ja, erstmal duschen. Oh. Wir sind ja noch nackig. Okay. Okay, wir sind sauber. Können wir jetzt nass durch die Gegend latschen? anziehen. Wir sollten noch duschen, glaube ich.
Ripley, da steht's doch. Ziehen Sie sich an, abgeschlossen. Habe ich nicht gelesen. Verlaine, Connor, Samuels, Taylor und Ripley. Verlaine ist der, ist der Crew-Typ, ne? Der Pilot. Ach, einmal ausmachen. Taylor. Okay, raus hier. Wir haben ja abgespeichert. Luftschleusen. Okay, wird gearbeitet. Genau. So, das ist die Tante. Karte. Erkunden Sie die Torres. Torrens. Niemand nennt doch Torrens. Kommen wir doch durcheinander wie Torrens. Oh, hier können wir Sachen looten. Oh, das müssen wir aber reinhauen. Da geht's nicht weiter. Ist noch nicht da, ne? Guck mal, mit dem Licht. Geil, oder? Guck mal, wie viel Mühe die sich gegeben haben, wie das hier alles aussieht. Richtig schön. Ah, noch ein Terminal. Primat, an N. Taylor. Nostrovo, Vorfall, Weyland-Yutani-Datei, DS, bla bla bla. Hey Taylor, ich habe Ihren Antrag erhalten. Es könnte eine Weile dauern, die Dateien auszugraben. Und der Vorfall war von meiner Zeit bei der Firma. Vor meiner Zeit bei der Firma. Bei den Details bin ich mir nicht sicher. Im Jahre 2122 ging der Frachter USCSS Nostrovo an Weyland-Yutani verloren. Keine Spur von der Fracht oder Besatzung, mit Ausnahme eines neuen Wissenschaftsoffiziers, hatten alle 7 Crewmitglieder bereits zusammen dort gedient. Dallas Captain, Ash wissenschaftlicher Offizier, Kane, erster Offizier, Ripley, dritter Offizier und Lambert, Navigationsoffizier. Aber die haben die Dingens gar nicht aufgezählt. Kane, Lambert, die Dingensbums. Passagierliste der Torrens. Captain Verlaine Diane, Navigator, Kommunikationsoffizier, Connor William, Besitzer Verlaine Diane, Vertragsfirma Weyland-Yutani. Hin- und Rücktransport des Weyland-Yutani-Bergungsteams zur Sevastopol-Station. Das Team besteht aus den Mitarbeitern bla bla bla. La la la. Bla bla bla. Überschlafkammer, Abschlepper, gewöhnliche Passagier. Frachtschiff umgerüstet, verfügt über intakte schwere Schlepperbrücke. Okay. Cool. Wir werden noch mehr rausfinden. Boah, Cornflakes, tonnenweise. Müsli. Damit habe ich kein Problem. Ich glaube, diese Folge kommen wir nicht von dem Raumschiff runter. Wow. Oh yeah. Komm, ein bisschen Dampf von den Wänden runter wabern lassen. Aber das sind auch so CO2-Filter-Dinge. So, wir müssen gut looten, das dürfen wir nicht vergessen. Es wart Licht in der Finsternis. Geh an. Ah, ist schon an. Okay, da ist der Taylor, oder wie er heißt. Ah, Ripley. Samuels. Sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Wir haben uns unterhalten. Sie scheint nervös. Ist mir nicht aufgefallen. Aber sie ist eine fähige Führungskraft. Sie wird uns mit allen rechtlichen Angelegenheiten helfen können. Ziel abgeschlossen. Sprechen Sie mit Samuels. Wunderschön. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sevastopol. Jetzt sind wir dran. Oh yeah. Ja, wer das kennt, ne? Wer den ersten Alien-Film kennt, dem kommt das hier alles sehr bekannt vor. Guckt ihn, Leute. Habt ihr es nicht getan? Tut es. Er ist alt, aber er ist unschlagbar in Sachen Spannung. Ich tendiere natürlich eher zum zweiten, aber der ist auch super. Jetzt mal gucken, ob ich alles gelootet habe. Wahrscheinlich nicht, aber... Wir folgen ihm lieber mal, bevor wir uns hier... verlaufen. Warte auf mich!
Nein! Bitte! Ah. Ich glaube, es gab ja nur die eine Dingensmoments. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Corner, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Kanal offen, Captain. Sammeln Sie Ihre Einsatzdokumente. Da. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall? Torrens hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Der Sound ist so gut. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Ich hab das alles wieder vergessen, ne? Gott sei Dank. Ist wie alles nochmal spielen. Super. Meine Güte. Ich weiß nicht mehr, was mit dir passiert ist. Komm, steh auf, Amanda. Los! Suchen Sie Hilfe.
close. Schnell den Anzug ausziehen. Ah, guck mal, da ist noch einer. Beide wunderschön. Okay. Ich weiß ja nicht, man weiß doch gar nicht, ob die Stationen... Oh, oh Mann, jetzt... Jetzt scheiß ich mir ins Hemd. Los geht's. Sieht so gut aus, oder? Mein Reden. Warnung. Sevastopol-Stabilität gefährdet. Gehen Sie zum nächsten Marshall-Checkpoint und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstabilisatoren ab. Oh, meine Güte. Mein Herz. Können wir irgendwas looten? Nee, ne? Na toll, na toll, na toll. Ist das gut gemacht. Wie gesagt, das nenne ich mal... Das ist ja kein Horrorspiel, das ist ja ein Entspannungsspiel. Oh, Ethanol, das ist gut. Mitnehmen. Es ist so gut gemacht. Das ist ein gutes AAA-Spiel. Ja? Das ist gut. Sevastolink. Ordner fehlerhaft. Freigeben. Stilllegung. An Maschinenraum. Stilllegung. Also Jungs und Mädels. Sie haben sich sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Positionierung sprechen. Aber bis dahin haben wir einen Job zu erledigen. Die Slipträger wollen das mit einer Minimalbesatzung machen. Es werden also nur ein paar Leute von außerhalb kommen und wir werden Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt. Und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zu Marshall Waits. Okay, das haben wir. Na, schade, das war's schon. Es wird spannend sein, das mal alles zu karamellisieren. Hallo, dich explodieren. Oh Gott, mein Herz! Oh. Meine Güte. Oder die Facecam aus ist. Ja, genau. Komm, können wir nicht wieder hochkrabbeln? Ne, sind da durchgerutscht. Das gibt's doch nicht. Tolle Mander! Ah, läuft Fackel. Das wird helfen. Und Maus zum... Ah. Daran erinnere ich mich irgendwie noch. Das
Someone new. You always know. Working Joe. Oh, da nenne ich mich auch. Keep moving. Ist irgendwas zum Looten? Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Wir nehmen die Fackel wieder mit. Ah, ich glaube, wenn man sie wegwirft, ging das nicht. Da habe ich mich schon damals drauf aufgeregt. Ey, da könnte ich auch durchgehen, oder? Ich gehe hoch. Ach so, okay. Was, wenn ich hier lang gehe? Oh, sehr schön. Sehr schön. Das hört sich aber nicht gut an. Komm, Amanda Ripley, wir müssen hier weg. Oh, sieht so schön aus, oder? So, genug geschwelgt. Ja, in Erinnerungen und Tollheit. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Alien Isolation. Und ich hoffe, ihr freut euch so sehr, wie ich es tue. Bis dahin, haut rein, Leute.